Nein, bevor es das Eis am Strand des Gardasees gibt, kommt erst einmal der Schweiß beim Bewältigen einer Legende. Denn genau das ist der Trimalzo-Pass. Dieser legendäre Pass ist für Mountainbiker häufig der letzte Höhepunkt auf dem Weg über die Alpen zum Gardasee. Dieser Legende wurde hier am Passo Rochetta ein Denkmal gesetzt. Seit dem 1. Mai 2014 findet sich hier ein Gedenkstein, der an die Pionierarbeit Uli Stanikus und des Bike-Magazins erinnert. Diese sagenhafte Tour schließen wir mit einer ganzen Menge Tunnel auf der Ponale-Straße ab. Und nun gibt es auch endlich das beste Eis der Welt. Das Eis nämlich nach der Trimalzo-Befahrung.